Telepassport-Service GmbH. Sie sprechen mit Frau Ritter. Schönen guten Tag. Telepassport-Service, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Marr. 120.000 Kunden hat die Firma Telepassport bereits. Täglich kommen 200 bis 400 dazu. Eine Erfolgsgeschichte Ost. Die Telepassport existiert erst ein halbes Jahr. Das erste bundesweit operierende Unternehmen der Telekommunikation mit Sitz in den neuen Ländern. Wechsel im Dezember von Frankfurt nach Erfurt. Und das hat viele Gründe. Gut ausgebildete Mitarbeiter, niedrige Büromieten, gute Verkehrsanbindungen und nicht zuletzt die Fördermittel von Bund, Land und EU. Sicherlich sind Fördermittel ein Teil der Standortentscheidung und wir sagen ganz offen, das war sicherlich auch ein Beweggrund, hierher zu kommen, aber ich betone das auch, nicht nur. Aber es ist ein Beweggrund gewesen, selbstverständlich. Fördermittel also braucht die Telepassport. Bis Ende des Jahres wird sich die Mitarbeiterzahl verdoppeln. Neue Büros sind bereits angemietet, werden derzeit ausgebaut. Das alles kostet Geld und das haben bekanntlich die Banken. Die schauen, dass Fördermittel auch reichlich fließen. Wir sind ein sehr junges, sehr schnell wachsendes Unternehmen. Das heißt, sie haben relativ wenig Eigenkapital und eben das plus Fördermittel gibt einfach eine sehr solide Basis, die auch die finanzierende Hausbank sehen will, sehen muss, um ein solides, sauberes Konzept mit uns auszuarbeiten. Fördermittel der EU erhält natürlich nicht nur die Telepassport. 1 Milliarde Mark, so erfahren wir beim zuständigen Wirtschaftsminister. Zurück zur Telepassport. Im Keller steht das Modernste, was es an Vermittlungstechnik derzeit zu kaufen gibt. 1 Millioneninvestition. Auch hier drin stecken natürlich Fördermittel der EU. Am Ende des Jahres werden es vielleicht 250 Angestellte aus Erfurt und Umgebung sein, die davon profitieren.